Ihr werdet dieses Zucchini-Sommergericht lieben. Moin, ich bin Amin und ich liebe Zucchini. Wir brauchen eine sehr große Pfanne oder einen Topf, geben Hackfleisch da rein und braten es mit dem eigenen Fett. Dazu eine fein gewürfelte Zwiebel, Salz, Pfeffer. Kurz bevor das Fleisch ganz gart, geben wir gewürfelte Zucchini da rein, Mini-Zucchini, und braten es mit an. Um diesen Prozess zu beschleunigen, können wir drauf schließen. In der Zwischenzeit brauchen wir unseren Möhren, 3 Knoblauchzehen, einen halben Teelöffel Salz und Möhren. Jetzt bereiten wir unsere Joghurtmischung vor. Dafür brauchen wir 500 Gramm Joghurt, ein Ei, unsere Knoblauchpaste, einen Shot Wasser, ein Esslöffel Speisestärke. Das alles vermengen wir miteinander, bis das zu einer homogenen Masse geworden ist. Sobald das Fleisch und die Zucchini gegart sind, geben wir unsere Joghurtmischung da rein und rühren das Ganze, bis der Joghurt anfängt zu kochen. Und sobald es schon so kocht, Hitze aus und einen Servierteller geben. Mit getrockneter Minze und angeröstete Pinienkerne servieren. Und neben ein bisschen Kurkuma-Reis servieren. Wollt ihr eigentlich das Rezept zum Reis? Und Bismillah. So köstlich, wow. Einer der einfachsten Gerichte, die ich kenne.